Hallo liebe Freunde, ich bin wieder da mit einem neuen Kavatzer Lehrvideo. Heutiges Thema, wir haben vor einigen Wochen, muss mich jetzt erinnern, glaube ich zwei, drei Wochen ist es jetzt her, von Brian Fury eine Würgabe gezeigt. Da war eine Dame, die quasi sich befreit hat gegen einen Griff, der ziemlich nah am Hals gelegen ist. Und ja, wir werden das heute mal austesten, das habe ich mal versprochen in den folgenden Videos, wo wir auch die Reaktionsvideos gemacht haben drauf. Und das werden wir uns heute anschauen mit meinen Assistenten. Heute sind es zwei. Und die wollen wir testen, ob diese Würgeabwehr überhaupt funktioniert. Und wenn sie funktioniert, können wir es auch so stehen lassen. Wenn nicht, zeige ich euch eine Alternative, wie man da rauskommen kann. Bevor das ganze Video losgeht mit dem Lehrvideo, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Unterstützt den Kanal. Und wie kann man das machen? Ja, ihr könnt es halt ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und im Kommentarsektionbereich können Sie auch Kommentare hinterlassen. Ich freue mich immer, wenn ich da immer von euch höre und ja, Ideen habe oder wie es euch gefallen hat. In der Beschreibung sind verschiedene Links zu meinen anderen Social Media Seiten. Auch dort könnt ihr mir gerne folgen und auch schreiben. Ja. Dann würde ich sagen, okay, fangen wir mit dem ganzen Video mal an. Meine zwei Assistenten. So, hier ist der Christoph. Hallo. Das ist der Serhat, den kennen wir von einem anderen Video. Der Christoph kennt von den Reaktionsvideos. Wir machen das heute so, ich gehe mal kurz zur Seite. Wir werden das Ganze so gestalten, dass wir die Würgeabwehr muss man anschauen, oder dass man den Würger mal anschauen und dann die quasi Abwehr probieren, die der Herr Brian Fury mit der attraktiven Dame gezeigt hat. Wir haben heute leider keine Perücke dabei. Ich hätte gerne so eine Perücke gehabt, blonde für dich. Aber wir können jetzt mal schauen, vielleicht kann man das dann updaten und irgendwann vielleicht mehr Ausrüstung. Da können wir das Ganze auch originaler darstellen. Yes, ja. So. Freue mich. Mal schauen. Testen wir mal das Ganze. Das heißt, jemand kostet so. Du bist in dem Fall jetzt die Dame selbst. Ich mache die Nussknacker-Technik. Genau. Du hast ja gesagt, du musst vor dem Video das kleine Nuss machen unbedingt. So. Okay, bevor wir jetzt mit dem Jürgen beginnen, ganz kurz mal. Also wir sehen hier, wir probieren wirklich den Originalgriff anzusetzen. Also kein Wheelchock, es war wirklich auch genau so eingesetzt. Und ich würde mal sagen, testen wir mal. Ne? Legen wir los, ne? Schauen wir mal, was passiert. Na gut. Okay, läuft mal rot an. Geht noch, kannst fester drücken, wenn du willst. Okay. Hat vielleicht geklappt? Nein, Moment. Es kann dazu vielleicht habe ich es falsch gemacht. Coach. Es kann sein, dass er es falsch gemacht hat. Vielleicht ist die Dame ja mehr eingeschult in der Sache. Stärkeres Kinn. Vielleicht hat er kräftigeres Kinn. Aber wollen wir es nochmal probieren? Na sicher, das. Ja. Na gut. Okay, schauen wir uns mal an. Wieder Zeit lassen wir anfangen. Und wenn ich dann sage, los, dann darfst du beginnen. Okay. Und auch los geht's los. Ja. Probier rauszukommen. Drück fester gleich. Ja. Hat mich okay. Losgelassen. Also, der Griff war wirklich ziemlich stramm, ich habe das jetzt gemerkt. Und mehr Rot geht nicht, weil der läuft ja schon an. Und da muss man aufpassen, natürlich. Da kann man natürlich auch fast ausgelockt sein. Ja. Also, man muss natürlich vorsichtig machen, die Übung. Aber wir haben es wirklich probiert, jetzt hier mit der Kinntechnik, Special Move. Und ich glaube sogar in dem Video hat die Dame sogar weit ausgeholt und den Hals freigegeben. Allein dort wäre es schon. Also wir haben hier ein Update verpasst, wir haben das gleich kürzer angesetzt. Also mit dem Hals nach oben wäre es total sinnlos gewesen, weil da wäre es in den ersten 2-3 Sekunden aus gewesen. Hm. Gut, jetzt kommen wir zu dem, ich werde mal demonstrieren, was ich da als Alternative machen würde, wie man da rauskommen kann. Ich meine, das ist nur eine Möglichkeit aus ja, vielen, aber machen wir mal die eine Möglichkeit, die eine Variante, die ziemlich nett ist. Und das werden wir mal testen. Ich komme mal jetzt in die Mitte, so komm mal wieder rüber. Jetzt setzt mal an. Wir machen einfach nur mal den Arm angesetzten Teil, dass ich noch wieder reden kann. Das heißt, der Griff ist hier eingeloggt seitlich, auch hier original. Als erstes, was man hier tun kann, ist, wenn der, bisschen lockerer noch, wenn der Griff jetzt hier angesetzt ist, ja, der erste Teil, das ihr machen müsst, immer wieder ist, ihr müsst Richtung Griff ins Kinn drehen. Damit, wenn ich das dagegen drehe, passiert genau hier der Würger. Weißt du das? Hier ist eine Lücke. Das ist der größte Trick, weil da hier ist die Lücke zu. Nämlich hier kann er mich schwerer würgen wie hier. Das heißt,
Ich gebe das Kind runter, weil er jetzt drückt. Ist ein unangenehmer Kind. Drück mal richtig. Das ist der Punkt. Hier kann ich noch Zeit gewinnen. Hier, drück mal. Hier ist es ziemlich unangenehm. Weil da merke ich so schon den Druck, der geht nicht im Hals. Also hier rüber drehen, Kinn runter, damit habe ich hier mehr Fläche, dass mir Zeit geht. So. Und jetzt, dadurch, dass der Griff jetzt drauf ist, wenn er jetzt drückt, kann ich hier vier Hände erreichen. Sieht man das? Ich kann quasi hier die Hand erreichen, wo ich probiere nach hinten zu kommen und meinerseits hier den Griff ansetze. Ich drücke noch nicht. Genau, ja, so zu fest, zu fest. Okay, ich mache mal lockerer. So, jetzt drücke ich mal noch nicht fest. Ja, ich sollte den Arm mal locker machen, sondern wenn es nicht, dass ich jetzt fest am Anfang. So, wenn ich jetzt hier drauf bin, kann ich dem Partner Zeit geben. Ja, geht das? Okay. Also ich kann dem Partner Zeit geben, gibt dem Kind runter, sicherheitshalber. Und ich kann den Druck jetzt erhöhen. Also wir machen das jetzt, schaut, wenn der Hals oben ist, braucht man das gar nicht testen. Das bringt nichts, das sieht sofort aus. Kind runter, so, dann kann man noch Zeit arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier drin bin und ich bin fester, probier mal auszuhalten, wie lange du aushalten wirst. Okay? Mhm. Okay, wir haben gesehen, ich steige langsam in den Druck. Warum zeige ich das nicht hin mit meinen Assistenten? Weil die sind eingeschult und die wissen genau, okay, wann die ablaufen müssen, wenn es unangenehm ist, und die gehen wirklich in die Schmerzgrenze. Und ja, vielleicht mal den Griff so mal testen. Ja. Vielleicht war es ja beim Training mal möglich. Und, ja, und der Griff war ein besserer Griff. Das heißt, ich drehe den Hals hier rüber, gehe hier in die Handposition, komme nach hinten, schnapp den Griff noch nicht, halte ihn fest. Bin eingeloggt. Aus der Position, wie gesagt, die Hand immer dahinter schieben, damit ich den Griff nicht so leicht abnehmen kann. Kinn runter, wenn der Griff so. Genau. So, abklopfen, wenn du wirklich musst, okay? Mhm. Wir testen es mal. Probier mal auszuhalten. Oder probier mal, vielleicht mal rauszukommen mit der Hand, damit wir den Zweck haben. Von oben runter. Okay. Ja. Aber ihr seht, das ist nicht gestellt. Wir probieren auch wirklich hier den Griff festzudrücken. Er probiert länger auszuhalten, aber irgendwann ist die Luft raus. Man merkt auch, okay, es wird unangenehm, es wird immer fester, es wird immer enger. Resümee. Also, macht das jetzt nicht so wie in dem Video, wo der Brian Fühl zeigt, weil wie gesagt, das war noch zusätzlich jetzt nicht schlecht gemeint, aber eine Dame, die physisch ist stärker. Und sogar, wenn jetzt ein Stärkerer da nicht rauskommt, ja, wenn ihr einen kräftigeren Typen habt, wird es schwieriger. Ich würde sagen, das war's für das Video. Ich bedanke mich bei meinen Assistenten, die dürfen auch hier bleiben. Wichtig ist natürlich, wir haben immer ein gutes Team, ein harmonierendes Team, die wirklich super zusammenarbeiten. Und ja, wir nehmen uns viel Zeit für die Videos. Deswegen, am Video Anfang erwähnt, ja, abonniert den Kanal, liked, kommentiert. Damit hilft es auch wirklich sehr viel. Und es ist halt so, dass wir wollen in Zukunft doch statt zwei Videos so mal drei Videos produzieren pro Woche und dann euch auch damit unterhalten und auch eventuell guten Service liefern. Danke fürs Zusehen und wie wir immer sagen, Peace, bis zum nächsten Mal.